Besonders gefallen am VfL Campus hat mir die Kombination aus Sport und Wissenschaft. Die Praxis und die Theorie, die Verbindung dabei, dass man im Prinzip in 3 Jahren seinen Bachelor erreichen konnte und trotzdem nebenbei Praktika absolvieren konnte. Es waren unglaublich starke Jahrgänge und man muss wirklich sagen, die haben sich teilweise gebattelt. Wer die beste Leistung erbringt, nicht nur notentechnisch, sondern eben auch was die Thesis anbelangt. Die Highlights von der Feier waren auf jeden Fall, glaube ich, so generell die Zertifikatübergabe, weil ich einfach, ja, war ein schöner Rahmen, war echt cool gemacht von Frau Lehmann, auch von Roy Preger, finde ich. Die Magier-Show war auf jeden Fall sehr, sehr cool, aber ich fand es auch mal wieder sehr, sehr schön, die ganzen Kommilitonen mal wieder zu sehen, dadurch, dass es ja in der Corona-Zeit, vor allem dann auch nach dem Bachelor-Abschluss, wo jeder dann nochmal seinen eigenen Weg geht, sozusagen einen anderen Weg rund um Deutschland, die wiederzusehen, das war auf jeden Fall mein Highlight. Großartig fand ich, dass Sie für dieses Teamplay gestanden sind und sich gegenseitig hochgeschaukelt haben. Es war wirklich eine Freude, diese Studierenden zu begleiten.